Wir sind eine Einrichtung, die sich für alte, kranke, behinderte Menschen einsetzt. Und die Beetle Athletics sind ja nun ein Ereignis, wo diese Menschen wirklich im Mittelpunkt stehen. Und das ist für uns natürlich besonders schön, das mitzuerleben. Das ist ja doch ein Ereignis, was uns alle das Jahr über bewegt. Das ist traurig, dass wir dieses Jahr die Beetle Athletics nicht feiern können, weil wir sehen, mit wie viel Freude und mit wie viel Engagement die behinderten Menschen dabei sind. Das erlebt man wirklich selten, dass so viel Freude an einem Tag wahrzunehmen ist. Da ist eine Begeisterung, die einfach so tief geht, dass man davon dann gar nicht mehr loslassen kann. Ich erlebe das jetzt immer noch, dass mir Leute die Medaillen von den letzten Jahren zeigen, wo sie ganz stolz sind, dass sie bei den Beetle Athletics mitgewirkt haben. Und das ist für viele von unseren Menschen mit Einschränkungen ein riesiger Höhepunkt des Jahres. Diese Freude und Begeisterung wünsche ich mir für unsere Gesellschaft und habe diese Hoffnung, dass dieses auch so aufwirken kann. Ich freue mich. Ja, super. Ich glaube, dass die Beetle Athletics geradezu wieder ersehnt werden, dass wir uns darauf freuen. Wir möchten dort anknüpfen, wo wir vor 2 Jahren aufgehört haben und hoffen sehr, dass wir mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler auch im nächsten Jahr wieder erreichen können. Aber all dies funktioniert nur durch die großartige Unterstützung des eigenen Teams heraus, von den Kollegen und Kollegen aus der Region, die dieses unterstützen, und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. All ihnen gilt ein großes Dankeschön. Wir werden mit neuem Schwung im nächsten Jahr dann daran gehen, die Beetle Athletics vorzubereiten und durchzuführen. Und ich glaube, dass wir ganz viele Menschen genauso bewegen werden, wie wir selber bewegt sind.